Also Leute, das ist jetzt total verrückt. Ich saß jetzt hier am Sessel, hat es draußen geklopft. Alter, was denn hier los? Wer klopft denn hier draußen im dritten Stock? Dann habe ich das Fenster aufgemacht und der Kollege kam vorbei. Hey, Mauernsegler, was geht denn mit dir? Ist echt nervig draußen die ganze Zeit. Im Regen zu sein, oder? Okay, na gut, dann wollen wir dich ja mal ein bisschen aufpäppeln, wa? Aber echt krass. Da klopfen hier die Tiere an. Na denn, wollen wir euch mal ein bisschen unterstützen, wa? Das ist ja echt nicht mehr normal, was da draußen abgeht. Immer gebacken. Wir legen los. Okay. Müsst ihr den Leuten irgendwas sagen da draußen? Im Wetter rummanipulieren ist scheiße, ne? Ja. Ja. Da müssen wir Naturwesen jetzt mal richtig zusammenhalten hier. Du willst auch gar nicht runter von der Hand, oder was? Hey Mensch. Was bist du eigentlich für einer? Gut, okay. Ich mache dir erstmal ein Lager hier fertig, ja? So, komm her. Ja. Oder willst du auf der Hand bleiben? Ne? Okay. Bleib mal hier. Gut, immer ein bisschen was. Naja, Durst wirst du keinen haben bei dem ganzen Regenwetter da draußen, wa? Ja, mal gucken, ob ich ein paar Samen oder sowas da hab. Alles klar, bis gleich. Gut, okay, Sonnenblumenkerne hast du, Wasser hast du. Ich sag mal bis morgen früh, wa? Jetzt wirst du dich bestimmt erstmal ein bisschen ausruhen, wa? Bestimmt tagelang durchgeflogen. Okay, na denn. Ich mache das mal ein bisschen dunkel, ne? So, okay. Im starren Kasten. So, und jetzt suche ich noch einen katzensicheren Ort für dich, ja? Gut, alles klar, Kollege. Denn wir backen das, ja? Okay. So, jetzt starte ich richtig. Also, der Vogel versteht jedes Wort, Leute. Das ist echt krass. Der Vogel versteht wirklich jedes Wort. Komm mal her, Kleiner. Komm. Komm her. Und schön ruhig bleiben, ja. Und schön ruhig bleiben. Meine Güte, kannst du zupacken. Oh Mann. Au, der kleine Finger tut weh. Husa. Ja, ich habe nach vorne die Wohnung gezeigt und habe mir dann gefragt, was er denn so essen möchte, weil er immer an meinen Fingern dran rumgeknackt hat. Ne? Und er ist ein paar Schritte zurückgegangen auf meine Hand und hat mir als Antwort, direkt nachdem ich das gefragt habe, hier sein Ködel gegeben. Ne? Nichts davon ist auf meiner Hand gelandet, alles schön säuberlich unten hin. Ja, Kollege. Naja, aber trotzdem. Ich muss das jetzt mal ein bisschen analysieren. Ich gehe jetzt erstmal raus und suche mal ein paar Würmer für dich, ja? Ist das in Ordnung? Alles klar? Würmer. Okay. So. Darf ich dich erstmal wieder hier reinlegen? Nee? Ja, direkt auf dem Fernseher sitzen ist scheiße, ne? Ja, Moment. Ich tue das mal runter. Und dann... Da musst du aber echt warten, bis ich einen Wurm gefunden habe, ja? Moment. Tja, beim Wurmsuchen habe ich aus Versehen eine Schnecke zerlatscht und habe sie ihm mitgebracht. Und als ich sie ihm gezeigt habe, ist er ganz schön in Panik geraten. Hey, Kleiner, die habe ich nur aus Versehen
Die habe ich nur aus Versehen zerlatscht. Komm, warte mal, hier oben ist jedenfalls... Ach, nee, nicht immer im Licht nach, Kollege. Nicht immer im Licht nach. Hier ist jedenfalls jetzt das Fenster. Moment. Komm her. Komm hier drauf, ja. Und hier geht es nämlich nach draußen, wenn du nach draußen willst. Hier ist wieder Fenster auf. So, du kannst starten. Na denn, ahoi. Bis zum nächsten Mal. Hm. So eine komische Vogelwelt.